Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße es jetzt, komm hier auf der Infoseite von War Thunder. Wir gehen das jetzt ganz schnell hier durch. Ich starte erstmal hier dieses Video, dann erkläre ich euch, weil wir haben heute den 1. April und ich bin sehr spät dran, das tut mir leid. Ich habe ein paar April-Scherze gemacht und habe die Zeit vergessen. Diese verdammte Zeitumstellung, ich hoffe, das hört eines Tages auf. Und los geht's. Space Thunder. Ja, wir haben wie gesagt 1. April. Kaijin macht immer am 1. April immer einen irgendeinen gewissen Scherz. Und ja, das beinhaltet jetzt das hier. Wir können jetzt so komische Flugobjekte fliegen im Weltall. Ja, das Ganze startet vom 1. April 13 Uhr bis zum 6. April 11 Uhr, wie ihr seht. Ja, gehen wir hier mal schnell die Elemente da durch. Das sind verschiedene Modelle, wie ihr seht, mit verschiedenen Ausführungen. Das sind die verschiedenen Modelle. So, gehen wir mal ganz schnell hier durch, weil ich will auch ganz schnell Gameplay euch zeigen und gucken. So, wir haben einmal eine Assault-Version mit einer 12,5er Kanone, wie ihr seht. 2000 Schuss und diese 16 universellen Kurzdistanzgranaten sind eigentlich fast bei jedem erhalten, bis auf hier. Und die Beweglichkeit ist auf Mittel. Ja, dann haben wir hier der Scout, Entschuldigung. 7,62mm Kanone, 9000 Schuss, das reicht ja vollkommen aus. Ne? Auch die Granaten dabei, sehr hohe Beweglichkeit. Close Quarter, ja, 40mm Granatwerfer, Annäherungszünder, sich krank, ey. Zur Bekämpfung von feindlichen Raumanzügen und Raketen, 1200 Schuss und halt die Kurzdistanzdinger, geringe Beweglichkeit. Das nächste Modell ist Support. Ne? 30mm Kanone, Hohladungsprojektile, das klingt auch heftig. Das ist echt heftig. Lenkraketen, 800 Schuss, 4 Raketen und Beweglichkeit gering. Klingt aber schon alles ganz nice. Ich werde euch gleich in die Praxis reinführen, aber ich muss erstmal hier zu den ganzen anderen Sachen leider hinzukommen, die noch dazu heute gekommen sind. Das gehört halt dazu. Ja, Gaijin hat wieder so ein spezielles Aktionspaket. Stalinium, das kann. Ja. Ich glaube, jeder Zweite da draußen kennt zumindest den Witz darum. Wer es noch nicht so kennt, Stalinium. Ich sag's mal so: Die Community, die Deutsche, hat irgendwann mal angefangen zu sagen, weil viele russische Panzer einfach nicht einfach so zu durchschlagen sind. Das ist irgendwie so ein Sondermetall. So, und dann kam man irgendwann auf die Idee, die Dinger Stalinium zu nennen. Und Skyjin hat das aufgegriffen und auch als Scherz mit reingenommen. Auch wunderschön geschrieben, genossen. Jo, also. ist einfach mal genial, Stalinium. Ja, wir haben hier wieder eine riesen Panzeranzahl drin. T-34-57, KV 122, T-34-100, IS-2 Revenge, einen besonderen Titel, der Wolf der Snail Street und ein Emblem, Anlegerschnecke, das ist natürlich ganz geil gezeichnet. Also Respekt an den Zeichner von euch, Gaijin-Leuten da, der hat's wirklich drauf. Ja, ganz 60% Rabatt, ihr seht, das Ganze kostet nur 40 Euro, dafür kriegt ihr hier 4 Panzer. Die Golden Eagles und die ganzen anderen Sachen in diesen Panzerpaketen mit dabei sind, müssten eigentlich auch mit vorhanden sein. Ne? Wie viel sich an Golden Eagles und Co. sich das jetzt betrifft, weiß ich nicht. Das haben sie jetzt auch nicht dazu geschrieben. Und als Dekoration Mangelware, Klopapier.
Also, Sie wissen selber, wie es hier auch abläuft, bei Ihnen abläuft. Die Leute kaufen einfach Klopapier in Massen. Ja, das ist einfach nur. An alle Hamsterkäufer da draußen, die sich mit Klopapier eingedeckt haben, ich hoffe, ihr baut daraus eine Burg. Oder irgendwelche Schutzmaßnahmen, ich weiß nicht. Klopapierkanone. Entschuldigt, Leute, aber da kann ich nicht mehr anders da. Ja, die ganze Aktion hier läuft natürlich, wie ihr seht, 1. und bis zum 6. April. Habe ich ja schon, glaube ich, gesagt. Könnt euch kaufen, wenn ihr bockig seid. Ich brauche das jetzt im Prinzip nicht, weil ich habe eigentlich alle Panzer bis auf den IS-2 Revenge. Aber der interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Ich habe, ja, ich nutze den IS-2 Panzer sowieso generell nicht so oft. So, dann, ja, neuer revolutionärer War Thunder Controller. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das ein April-Scherz ist oder so ernst gemeint. Das könnt ihr euch dann selbst durchlesen. Ich habe da jetzt nicht angefangen. Ich sehe nur, seht euch das an. Das sieht einfach nur witzig aus. Ich glaube, das ist ein April-Scherz, aber so richtig sicher bin ich mir da nicht. Ja. Ja, ja. Ich. Ehrlich, Leute, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht, ob es nicht ein April-Scherz ist. Das überlasse ich euch dann rauszufinden. Das ist creepy. Gehen wir mal auf was anderes schnell hin. Ja, wir haben wieder so ein Event am Laufen, spezielles. Für alle, die es schon kennen, ihr wisst ja, also alle 10 Minuten kriegt ihr halt irgend so ein Element, so ein ja, hier so ein Container entgegengeschmissen mit Rohstoffen oder hier dieses Oxid zu Treibstoffmittel. Dann baut ihr, soweit ich weiß, irgendwie eine Rakete oder sowas zusammen. Und wenn ihr dann die Rakete zusammengebaut habt, könnt ihr das eintauschen gegen diesen russischen Panzer, gegen das amerikanische Flugzeug. Deutsche Panzer und halt hier ein Schiff, ne, von den Briten. Das hier, das ist interessant. Hier steht erste Version des deutschen Aufklärer Puma Panzers, ne? Das ist, ja, sieht ganz nice aus. Dazu gehe ich auch gleich über. Ich zeige euch gleich, wie der aussieht, ne? Ja, also das hier, das kennt ihr ja eigentlich auswendig schon. Das Event startet um 15 Uhr am 1. April, also hat jetzt schon 5 Stunden gestartet und endet am 13. April um 13 Uhr. Ja. Kennen wir ja alles, ne? Ist eigentlich soweit bekannt, der ganze Kram. Gut, dann sehen wir uns gleich im Spiel. So, Leute, da bin ich jetzt endlich hier. Mitten im Spiel. Wir gehen gleich in diese lustige Eventschlacht rein. Ihr könnt mit jeder Nation Rating, Code, ist scheißegal, könnt ihr auf jeden Fall mit dran teilnehmen. Hier wird nochmal Werbung für das Klopapier gemacht. Das kann einfach nicht sein. Ernst, das ist einfach mal witzig. Ja, wo finde ich dieses wunderbare Space Thunder, ne? Wieder in Ereignisse und Turniere. Hier ist es unter den Ereignissen halt, unter den Hubschrauberschlachten. Wie ihr seht, ihr könnt mit allen rein. Ist eigentlich ganz nice. Bei dem anderen Ding, übrigens, während wir hier drin sind, können wir schon die Container abkrallen, ne? So, falls ihr dann da Wettlauf im All, könnt ihr noch mal was extra machen. Ja, keine Ahnung. Wissenschaftlich für Daten. Ach so, das ist der ganze andere Kram. Also Wettlauf im All auch noch. Das hat mit dem anderen Ding zu tun. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt hier ist. Ne, das muss irgendwo. Irgendwo ist das hier unter Erfolge, glaube ich, gespeichert. Ne? Oder ist es das wirklich hier? Okay, das ist das Ding hier, okay. Das ist ein bisschen blöd. Für den ersten Platz in einer Schlacht erhaltet ihr einen Artikel mit wissenschaftlichen Daten, sammelt diese im Workshop und bla bla bla. Ihr kennt ja den ganzen üblichen Bereich. Wir gehen mal schnell auf den Workshop ein. Wo haben wir den denn hier? Inventar, Werkstatt, da haben wir den ganzen Kram. Ich zeige euch schnell die Fahrzeuge, ne? Und dann gehe ich sofort in die Schlacht. Also, einmal hier. Ja, Objekt 279. Dieses Modell wurde tatsächlich mal gebaut. Ja, sieht creepy aus wie ein UFO. Was die Russen sich dabei gedacht haben, weiß keiner so richtig. Panzerungswerte gehe ich dann jetzt nicht drauf ein. Das mache ich dann im nächsten Video. Jetzt auf keinen Fall. Dann haben wir hier das Flugzeug. Ist eigentlich eine Air Corsair. Ne? Also eine Corsair, aber sieht trotzdem ganz nice aus. Waffenarsenaltechnisch. Sieht nice aus, aber ich glaube, das ist bei den anderen Modellen genauso gleich. Daher geben die sich dann nichts.
So, hier das kleine Schiffchen. Ganz schnell mal zum Angucken. Ja. Und ja, Black Camouflage ist Standard, also fast Standard, ist auf jeden Fall mit dabei dann. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ja, aber hier sind auch nicht viele, zumindest bei dem hier. Beim Panzer gibt es ein bisschen mehr, aber bei dem gibt es jetzt nicht so viel. So, dann hier der Puma. Ja. So wie man halt das allererste, wie man den Puma so kennt. Das hier, die Geschwindigkeit. Wir wissen alle, was Radfahrzeuge momentan in War Thunder an Geschwindigkeit erreichen. Nicht das angegebene. Ich hoffe, das wird sich in nächster Zeit wirklich noch, ja, noch legen. So, wir können hier verschiedene Materialien rauskriegen. Bauxit, Kupfererz, Eisenerz, was? Ilmenit? Da weiß ich nicht mal, was das ist. Kohle. Ilmenit kenne ich nicht. Ich kenne verschiedene, aber wenn es das wirklich gibt, naja. Und Asbestfaser. Yay! Wer kennt noch alles Asbest? Natürlich könnt ihr auch anschließend diese ganzen Elemente, die ihr hier rauskriegt, könnt ihr natürlich auch wieder auf dem Gaijin-Markt verkaufen. Werde ich wieder tun. Und davon kaufe ich mir dann halt gewisse Schlüssel für meine Kisten. Ne? Da sind nämlich noch drei übrig. Übrigens, Kisten auspacken wird es morgen was geben. Da habe ich schon ein Video vorbereitet. Da werdet ihr morgen dann halt was dazu sehen. Na gut, dann wollen wir mal in die Schlacht starten. Bevor wir jetzt hier zu viel quatschen. Ich bin sowieso selbst gespannt. Ich habe noch keine einzige Runde gemacht. Ich habe keinen Plan, was uns erwartet. Ich habe echt keine Ahnung. Oh mein Gott, 108. Oh mein Gott. Ja, okay. Wir haben auch die einzigartige Zeit, nee, die 119.000 online, zeigt das hier an. Ja, das ist schon heftig. Das liegt halt auch allein schon, ihr wisst ja, daran, dass wir alle zu Hause sind. Okay, was nehme ich? Keine Ahnung, Assault. Achso, hier gibt es eine. Ich nehme lieber den Scout. Ich habe lieber mit ganz viel Munition zu tun. Mal sehen. Übrigens, das Ganze hier hat auch mit einem gewissen Test zu tun, was dafür jetzt getestet wird. Daher, dass die Dinge aus von der Form her aussehen wie so ein Helikopter, würde ich darauf tippen, dass sie die Beweglichkeit für Helikopter testen. Okay, Steuerung. Gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ich habe keinen Sound. Ah, doch, ich habe jetzt. Ah, ey. creepy. Laude. Oh. Au, 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 au. Au, 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 au. Okay, ich bin einfach. Macht aber Laune. Ist ja mal geil. Ja. Ich würde mal sagen. Oh, da muss ich warten. Schade. Ja, da gehe ich mir in Assault rein. Habe ich auch keinen Stress mit. Ist witzig. Sieht geil aus. Eine Außenansicht haben wir jetzt nicht, oder? Ne, eine Außenansicht haben wir jetzt nicht. Ich hab den ersten Kill gemacht. Double Kill. Oh, Scheiße, mit Anzeige. Double Kill. Alter, das war jetzt erschreckend. Das habe ich jetzt gar nicht gerecht, damit gerechnet. Ist das geil. Erinnert ein bisschen mich an Star Conflict. Das ist ein Game von War Thunder. Das war das allererste. Ja, nee, nicht ganz das allererste, aber. Auf jeden Fall ist es das erste Space Game gewesen, was sie entwickelt haben. Und das ist auch hier so ein bisschen dran angelegt mit der Steuerung. Ich habe ja früher auch sehr viel Star Conflict gezockt, Leute. Kann ich euch einfach nur mal empfehlen, wenn ihr Bock habt, mal raumschiffmäßig, ne, Raumschiff mit zum Ballern. Au, 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 au. Ah, mit Q und E können wir. Oh mein Gott, das ist heftig. Oh, mir ist schwindlig. Jetzt hätte ich eigentlich schon fast Bock, die VR anzuschließen, Leute, aber ich will es gar nicht. Oh, das macht mich jetzt schon kirre so. Mit der VR wäre das noch schlimmer. Oh, Scheiße, das ist mir schwindlig. Ich darf mich nicht so bewegen. Ah, ich troll da durch die Gegend, Hilfe! Nein! Patrouille. Oh.
Kontrollverlust. Ah, es repariert aber von selbst. Ist das krass, ey. Oh, ich kotze gleich. Wo kommt denn das? Ach, hinter mir ist einer. Bin ich gerade an einen Asteroiden vorbeigezogen? Ist das creepy? Ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Steuerbarkeit ist da durch. Kriegt ihr nicht? Warum stirb? Ich mach halt nur wirklich Schlagen in den. Ja, ich will doch nicht außerhalb der Schlacht, aber ich kann mich kaum noch bewegen hier. Oh, creepy. Okay, Gaijin, da habt ihr euch wieder was Geiles einfallen lassen, was Lustiges. Oh, ich nehme mal den hier. Das war der mit dem, keine Ahnung, mit der 20mm oder was? Keine Ahnung. Was war das jetzt nur? Okay. Das ist schon geil. Das sieht schon geil aus. Wow. Okay. Oh. Ich habe wie ein Schrappen. Ach, wir können ranzoomen. Fällt mir... Okay. Okay, das wusste ich nicht mit dem Ranzoom. Okay, ich kann nur einen Schuss ablassen und dann warten. Wow. Da muss man richtig zielen. Oh, shit. Oh, shit. Das war ein Scout. Er hat einfach mal so mit voller Ladung auf mich geknallt. Okay. Support ist nichts für mich. Vielleicht der Close Quarter, aber auf jeden Fall nehme ich den Scout. Gucken wir uns erstmal hier rum. Ah, geil. Jo, Raumstation angegliedert an. Oh. Der gibt mir richtig heftig. Ah, Leertaste drücken und dann schießt ihr die ganzen Kurzgranaten raus. Aha. Ich hätte nochmal die Steuer-Ding mir durchgucken sollen. Aber dass wir hier ranzoomen können, das wusste ich jetzt nicht. Oh. Wie gut bin ich denn? Ich bin total scheiße. Egal, es macht Laune, es ist Gaudi. Das ist echt krasse Scheiße. Geil, Gender, habt ihr mal wieder euer Hirn eingeschaltet. Oh, da hat er mich immer. Böse. Mit einer Rakete. Ach du Scheiße, die habe ich aber nicht fliegen sehen. Gut, wir probieren es mal mit dem Scout wieder, weil, ja, 9000 Schuss ist ja schon enorm. Weg. Oh. Wir können dem Ding ein paar Löcher verpassen. Da schießt doch was. Der schießt ein eigener auf mich. Oh, da ist eine Rakete unterwegs. Hilfe! Overlord! Oder wie das heißt? Nein! Puta! Okay, ist echt creepy, echt geil. Ist echt nice. Also, Gaijin, super Idee. Macht Spaß. Yay! Abschusshilfe. Oh. Muss aufpassen immer. Kurze kontrollierte Feuerschüsse. Auch der driftet ab zur Erde. Ja, so sieht's auch aus. Au.
Au, böse, 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 au. Wo? Der von vorne oder was? Wo war da einer? Das Radar raff ich auch nicht an der Seite. Also, damit komme ich gar nicht so klar, mit dem Radar. Noch komme ich nicht ganz klar. Ach, guck mal einer an. War noch eine Verfolgungsdose mit dabei. Ich krieg kein Kill mehr. Die sind schon alle daran gewöhnt. Die kommen schon mit der Steuerung mit allem klar. Ich weiß nur nicht, wie lange. Ah, okay. Noch 6 Minuten ist die Schlacht. Oder. Nee, ach, so funktioniert das. Okay, wir müssen 50 Kills hinlegen. Oh, das klappt nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Oh mein Gott, ey. Das sieht geil aus. Das gefällt mir. Oh. Okay, Leute. Das war's. Oh. Ein bisschen schummerig. Ein bisschen schummerig ist mir. Der Grund ist halt diese Bewegung. Wenn ich das jetzt noch mit der VR gemacht hätte, glaubt mir, meinem Hirn hätte es nicht mehr geschafft. Oh, ja. Das ist geil. Ja, also das kann ich nur empfehlen zu spielen. Das ist echt lustig gemacht. Natürlich wird dadurch auch mit Bewegungen alles ein bisschen was getestet. Ich gehe trotzdem davon aus, dass das für die Helikopter dient, ne? Weil, Naja, ich sag's mal so, die meisten sagen sich ja hier, irgendwann ist ja wirklich alles drin, was machen wir dann, ne? Was kommt dann anschließend, das Gaijin dann, hier auf Raumschiff basierend, da nochmal. Es gibt ja schon eins, ne? Es gibt ja schon eins. Star Conflict. Also, höchstens, dass wir dann ein 2.0 Star Conflict rausbringen. Aber das wird dann hier nicht miteinander verknüpft. Das wäre einfach nur Schwachsinn, ne? Vor allem, es ist noch ein. Es wird noch lange, lange dauern, bis alles, was damals, ob Prototyp oder nicht, ne, produziert worden ist, erstellt worden ist, hier im Spiel landet. Panzer, Schiffe, Flugzeuge, selbst bei Helikopter, die Liste dafür ist ellenlang, glaubt mir, das dauert noch, bis alles drin ist. Sagen wir mal so Maximum 5 Jahre, wenn sogar nicht mehr. Also das dauert noch, bis da alles drin ist. Da muss man sich keine Sorgen machen, es kommt immer wieder Content nach. Ja, Leute, also, das war der 1. April-Scherz von Gaijin Space Thunder. Echt geile Scheiße. Leute, was sind auch im Köpfchen manchmal rumbegeistert? Ja, das ist echt so lustig. Gut, Leute, dann. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzugucken und entschuldigt die Verspätung mit dem Video. Wie gesagt, ich habe heute noch ein paar 1. April-Scherze gemacht. Ja. Einer ist gerade im Gange noch. Die entsprechende Person guckt ja auch mein Video. Ist das mal so. Sorry, Dennis, aber es musste sein. Du hast all die Jahre davon geredet, mich damit in der Form zu verarschen. Jetzt bist du dran. Oh, der wird meinen Namen morgen verfluchen oder die restliche Zeit. Was es genau ist, Leute, werde ich hier nicht offenbaren. Das geht nicht. Ja, das geht einfach nicht. Ist das mal so. Es ist schon recht mies, aber irgendwie ist es lustig. Ja. Gut, dann, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Like da, lasst einen Kommi da, lasst ein Abo da. Ihr kennt den Text und ja. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Zuckerspaß und Zuckertag, Entschuldigung. Und viel Spaß bei dem Space Thunder. Das ist einfach nur nice. Jo, Leute, also bis dann. Ciao.